Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo miteinander. Hier mal heute noch ein kleiner Nachtrag zu dem Video von, ja, zum letzten Video. Ich schaue das auch nochmal in die Beschreibung. Damit ihr wisst, worum es geht, guckt euch das bitte nochmal an, falls noch nicht getan. Ich baue nebenbei hier mal die Schaltung auf, dass ihr gleich seht, was ich mache. Ich lege jetzt das Ampermeter mal an. Und zwar geht es darum, ich habe ein paar Tage rumgemehrt, um euch das nochmal zeigen zu können, ohne die ganzen Krokokabel. Sind jetzt hier trotzdem, ja, ein Krokokabel ist noch dran für ein Minus, das muss ich noch verbinden, plus. Aber die Krokokabel habe ich so gesehen raus. Eine habe ich hier an Plus rangelötet. Ich wollte es einfach ein bisschen übersichtlicher, schöner. Das Problem ist aber, ihr seht schon, dass hier irgendwie komische Kabel eingelötet sind. Weil es sonst nicht geht. Warum, wieso, weiß ich auch noch nicht. Ich habe auch ewig lange rumgemäht. Die Jungs im Discord, die waren dabei, sage ich mal, um dass ich den, ich sag jetzt mal, den Modus noch mal hinkrieg. Und ja, dann hat ihn während des Hangouts, im Discord, Entschuldigung, währenddessen wir im Discord waren, haben wir noch mal ein Bild drüber gequatscht und so. Und da sagte Achim dann, Astra, liebe Grüße an der Stelle, er sagte dann, es kann sein, dass das Voltmeter, also dieses Messgerät hier, auf die Schwingung reagiert und eben Quatsch anzeigt. Ne? Und da habe ich gesagt, Mensch, er hat dann nur gleich gesagt, wir können das mit einem analogen Messgerät gegentesten. Und dafür mache ich jetzt gleich mal das Video. Ich habe es ja schon gemacht. Ich hoffe, das klappt natürlich jetzt auch wieder. Ich habe hier so ein altes analoges Messgerät. Bevor wir das jetzt hier alles starten, vor allen Dingen mit dem Messgerät, möchte ich mal noch was loswerden. Und zwar, ich hau euch noch einen Link in die Beschreibung, wo es darum geht. Wartet mal, das kann ich euch schon mal. Hm? Warte mal, schenke ich mal schon aus. Ach, jetzt habe ich schon wieder Bild machen gedrückt. Huch. Und zwar, wo es um die zwei Joule-Tiefs geht, die hier im Test laufen. Wer jetzt auch nicht weiß, worum es da geht, folgt einfach mal den Link in der Beschreibung. Da haben wir das auch gemessen. Da wurde das auch angeboten, verlangt oder empfohlen, das mal analog zu messen. Das haben wir damals mit der Schaltung gemacht. Hat auch funktioniert. Also analog hat dasselbe angezeigt wie digital, sage ich jetzt mal. Ne? Und wie gesagt, das Video, das verlinke ich euch unten. Und jetzt gucken wir nochmal. Ich hoffe, wir haben das jetzt fast live, ne? Dass das jetzt der Effekt geht. Also wir sind bei 12.30. So, 12.29, 12.30 ungefähr. Ich hoffe jetzt mal, es klappt. Ich muss hier noch ein bisschen rüber. So, probieren wir mal. Also, ja, wir machen es jetzt einfach. Achtet auf die Ampere und auf die Spannung. Ich muss mal Hand aufpassen. So, ziehen wir 700 mA bei 12.10. Mal gucken, ob es das jetzt macht. Macht es jetzt nicht, oder was? Na doch, jetzt schwankt es schon. Na ja, also jetzt ist wieder Vorführeffekt. Jetzt geht es wieder nicht. Zwölf, zehn. Das gibt's noch nicht. Ja, wieder Vorführeffekt. Oh, nö. So, ich muss jetzt noch ganz schön rumtüdeln, um das jetzt halbwegs wieder hinzukriegen. So richtig klappt's immer noch nicht. Ihr seht, ich habe das Multimeter gewechselt. Ich will doch was hinaus. Wir gucken uns das jetzt trotzdem noch mal kurz an, dass ihr noch mal den Effekt ganz leicht sieht man noch, wenn ich jetzt anmache. 700 mA bei 12.30 irgendwas. Gucken, jetzt seht ihr es, jetzt fällt es schon.
Und jetzt ist es ungefähr gleich. Jetzt war es kurz über 20, sage ich mal, ne? Wenn der Puls kommt oder wie man das nennen will, zack, 24. So. Bei dem vorhergehenden Video, also einmal zu dem Joule-Tief, ich schneide das jetzt alles gleich so zusammen, dass ihr es vielleicht besser nachvollziehen könnt, konnte ich den Effekt mit einem analogen Messgerät auch zeigen. Hier ist es jetzt so der Fall, ich habe es gar nicht kontrolliert, weil ich dachte, es ist halt wieder so wie bei den anderen. Und hier ist es jetzt so, dass mich das Multimeter verarscht. Tatsächlich. Also zumindest, ich sage jetzt mal ein bisschen. Ne? Ich habe jetzt hier so ein älteres Messgerät, ein analoges Messgerät. Und mit dem sieht die Sache schon wieder anders aus. Ich gehe jetzt mal mit dem Messgerät ran. Es ist jetzt leider nicht mehr so schön zu sehen. Wie gesagt, ich habe die Schaltung zusammengelötet. Und dadurch eben, ja, ist der Effekt jetzt nicht mehr ganz so krass und etc. Aber es liegt halt wirklich in dem Fall jetzt an dem Messgerät. Wie gesagt, schaust euch extra nochmal dazu. Wir haben jetzt hier, mal gucken, also es ist auf 30 eingestellt, das bedeutet hier hinten wären 30 Volt. Also wir sehen jetzt die direkte Spannung im Vergleich, sage ich jetzt mal. Ne, da sind wir bei knapp 12 Volt ungefähr. Ne? So, und ich mache es jetzt mal so. Ich halte jetzt mal die Kamera und klemme an. Jetzt haben wir die 700. Ihr seht, es fällt. Fällt. Immer noch die 700. Das müsste dann gleich der Modus kommen. Das kann ich euch auf jeden Fall zeigen. Jetzt ist der Modus. Na, jetzt geht es halt zurück. Obwohl es auf den ersten Blick erstmal mehr Spannung. Also jetzt zeigt es 12,2. Ihr habt es gerade gesehen, es hatte gerade nochmal hochgeknallt. 12,29. Jetzt hat man es wieder schön. Doch, jetzt hat man es wieder schön drauf. So. Also. Dazu mal, wo wir das mit Analogen überprüft haben, ob das bei den zwei Schaltungen auch so ist, war es so, dass das Analoge dasselbe, sage ich mal, angezeigt hat, wie, Moment, dieses Messgerät zum Beispiel. Oh nein! So. Und das hat sich jetzt wieder bewahrheitet, weil der Effekt ist wirklich nur bei dem Messgerät diesmal. Hier habe ich mich wirklich selber verarscht. Und das sage ich euch ja auch immer. Passt auf, tut euch nicht selber verarschen. Ich klemme jetzt mal das Analoge ab. Und wir tun mal das zweite Digitale parallel. Ja. Also das Messgerät jetzt hier. Huch. Naja, ich will jetzt das nur zeigen. Na, also bei dem Messgerät haben wir den Effekt gesehen, wobei das lügt. Wenn das aber das anzeigt, dann ist es richtig, was wir quasi bei denen hatten oder etc. Das will ich euch nochmal zeigen. Und zwar machen wir jetzt wieder an. Wir sehen jetzt 12,23, 12,36. Gut, das ist ein bisschen unterschiedlich. Das ist ja auch schon etwas älter. Das ist auf jeden Fall genauer. Und jetzt müsste es ja genauso sein, ne? Dass die zwei Spannungen sich gleich verhalten. Mal gucken, ob das der Fall ist. Also jetzt zieht es viel. Ihr seht, 12. Und hier ist es bei 12,3. Jetzt warten wir, bis es wieder umschaltet. Ich hoffe mal, dass das jetzt geht. So, jetzt hat es umgeschalten. Und hier sehen wir jetzt, ne, dass die Batterie jetzt weniger belastet ist auf dem linken Multimeter. Zack, jetzt geht der Modus wieder an. Und hier sehen wir, dass das Messgerät in diesem Fall uns mich verarscht hat. Sorry, also das war das letzte Video zu dem Aufbau mit diesem Messgerät. Das ist nicht, worum es geht. Ne? Da habe ich mich selber ein bisschen
verarscht, sag ich jetzt mal. Ihr habt es am Anfang vom Video gesehen, ich habe mit einem anderen Messgerät gestartet und irgendwann dachte ich mir, hey, wieso geht das jetzt alles nicht mehr, das gibt's doch nicht, alles exprobiert und es liegt tatsächlich an dem Messgerät. Ne? Gut, also der Effekt ist ähnlich, aber nicht so wie hier, weil hier konnte man es wirklich auch mit dem analogen bestätigen. Ich werde euch die zwei Videos, wie gesagt, verlinken. Einmal das, die analoge Messung hier und bei diesem Aufbau das letzte Video quasi. Dass ihr das, also man kann fast den Effekt haben, wie ich habe, kann dann auch wirklich Messgerät der Fehler sein. Deswegen ist es vielleicht besser, mal mit dem analogen das nochmal zu überprüfen. Und hier haben wir das ja mit dem analogen schon überprüft. Ich werde auch nochmal ein Video dazu machen. Gut, das wollte ich mal noch aufklären. Ne? So, tschüssi. Thank you.